Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Tag bei mir. Ich habe gefühlt schon irgendwie alle Bücher-Tags durch. Es gibt zwar da noch zig wahrscheinlich da draußen, aber ich habe mir mal einen aus den USA hergenommen. Und ich weiß nicht, ob der schon mal in Deutsch übersetzt wurde. Ich habe ihn für mich mal in Deutsch übersetzt. Und ja, das ist der First Date oder ja, Date Tag, sage ich mal dazu. Lasst euch überraschen. Falls euch meine Stimme ein bisschen komisch vorkommt, will ich noch dazu sagen, mich hat die letzte Woche jetzt fette Grippe niedergestreckt. Dementsprechend, ich bin noch nicht wieder voll auf dem Damm. Mir geht es noch nicht ganz so gut. Nichtsdestotrotz wollte ich ein Video machen und ja, da habe ich mir gedacht, ich übersetze mal diesen interessanten Tag für euch. Ja, der Tag, der beinhaltet 10 Fragen und da fangen wir doch gleich mal mit der ersten an. The awkward first date. Das peinliche erste Date. Es war ein schlechtes Buch, aber es fehlte mir der letzte Funke, um mich zu begeistern. Ja, das Buch habe ich erst kürzlich gelesen. Das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik. Das Buch ist echt nicht schlecht und ist eigentlich wirklich toll. Aber eben, ne? So der letzte Funke, wo ich dann sagen würde, wow, richtig, richtig toll, der wollte dann einfach zum Schluss nicht überspringen. Ich dachte schon am Anfang, wow, cool, das ist ja richtig perfekt so, aber mit, je weiter ich gekommen bin und wie mehr ich zum Schluss gekommen bin, ja, so das letzte, ne, der letzte Funke, der wollte dann einfach nicht kommen. Tja, war eigentlich echt schade, weil der Anfang war wirklich super. Zweitens, das billige erste Date, the cheap first date. Ein Buch, das nicht so toll war als erwartet. Da habe ich mir den zweiten Teil von The Poison Diaries rausgesucht, denn das ist von M.P. Wood geschrieben als Art Ghostwriterin und von J. Northumberland, das ist die, ich glaube sogar Duchess of Northumberland, das ist so adelige Zusel aus England. Der erste Teil war der Hammer. Ich fand den richtig, richtig toll. Und dann kam der zweite. Und der war, keine Ahnung, der war im Verhältnis zum ersten Teil sowas von komisch und total strange einfach geschrieben und so, als hätte diese Ghostwriterin entweder sich zu viel von dieser Duchess of Northumberland reinlabern lassen in ihr Buch oder eben zu wenig. Oder auf jeden Fall war das ein ganz anderes Stil, überhaupt nicht das, was man eigentlich nach dem ersten Teil erwarten hätte können. Es war echt komisch und ich glaube, diese Northumberland Tussi hat sich mit dieser Autorin M.P. Wood oder M. Wood irgendwie dann in die Haare gekriegt. Und somit wurde diese Reihe eigentlich jetzt eine Reihe sein sollen oder Trilogie, die wurde dann eigentlich einfach eingestellt.
vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile irgendwie einen dritten Teil gibt, aber ja, man müsste mal nachschauen, nachforschen. Drittens, well prepared first date. Ja, gut vorbereitetes erstes Date. Ein Buch, das besser war als erwartet. Ja, ich habe mir die Glücksbäckerei von Catherine Littlewood rausgesucht. Denn, ja, ihr könnt es vielleicht schon am Cover erkennen, das ist nicht so, ja, was jetzt zu so einem Typen wie mir passt normal. Und aber irgendwie mal was gesehen und mir gedacht einfach, pfeif drauf, kann ja mal reinlesen. Und dann hat mir die Reihe so getaugt, dass ich immer weiter gelesen habe und Teil für Teil mir hintereinander reingezogen habe, weil geil. Ja, Magie über Bäckerei, über Gebäck. Klingt irgendwie komisch, aber ist echt cool. Von dem her, ja. Hey. Hot but dumb, heiß aber dummes Date. Ja. Ein hübsches Buchcover, nicht so schön auf der Innenseite. Ja, ich habe mir überlegt, was gibt es denn da für ein Cover, das nicht so. Aber im Grunde genommen ist es ja wirklich ein schönes Cover. Die Bestimmung, letzte Entscheidung von Veronica Roth. Da ist es auch so, da kannst du von Teil zu Teil immer irgendwie denken, das hat doch nicht dieselbe Autorin geschrieben. Das kann doch nicht sein, weil das von der Handlung, vom Stil, von dem ganzen Aufbau so unterschiedlich ist vom ersten bis zu diesem Teil. Und ich bin ja bekanntlich irgendwann dann ausgestiegen auf der Seite 396 habe ich dann Schluss gemacht vor dem 41. Kapitel und ich habe bis heute nicht weitergemacht, weil, ne. Fünftens, Blind Date, ein Buch, das du gelesen hast, ohne irgendwas darüber zu wissen. Das war wirklich so, ich habe auf Amazon einfach mal so bei den Büchern so einfach so gesucht, was hört sich denn cool an, und dann habe ich den Titel entdeckt, Himmelstiefe, und ich so, boah, cooler Titel, und habe einfach mal auf das Buch geklickt und mir das bestellt. Ich glaube sogar wirklich, dass das damals mein erstes Self-Publisher-Buch war, also Print on Demand. Ich bestelle bei Amazon und dann wird es erst druckt, bedeutet das ja. Mittlerweile gibt es das beim Löwe Verlag, Himmelstiefe von Daphne Unruh. Das ist ja eine vierteilige Reihe aus der Welt von eben Zauberte Elemente, heißt die Reihe. Und das ist der erste Teil, Himmelstiefe. Mittlerweile gibt es da noch einige andere Bücher aus dieser Welt. Ja, sehr zu empfehlen ist mittlerweile, ich kann es nicht öfter noch mehr betonen, eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen, die Daphne Unruh. Und immer wieder einfach nur Hammer und wunderschön, diese Bücher von ihr zu lesen, weil sie einfach so einen wundervollen Schreibstil in einer wundervollen Welt hat. Ist Urban Fantasy und ich feiere es unendlich.
Sechstens, Speed Dating. Ein Buch, das du super schnell gelesen hast. Tja, und das ist wirklich so. Von der Kerstin Gier, Smaragdgrün, das habe ich echt in Rekordzeit gelesen. Denn das hat ja immerhin, wo sind wir denn? So 484 Seiten. Und ich habe das, glaube ich, damals in so 13 Stunden gelesen, also von Start bis Ende, damit eingerechnet noch Essenspausen und Toilettengang und noch ein bisschen hier und rumgetrödelt. Also es ist noch weniger als 13 Stunden reine Lesezeit. Das war schon echt fix, würde ich sagen. Manche mögen es noch schneller durchlesen können, aber für mich ist das echt brutal fix mit Pausen und so. Ne? Also, und ich glaube, es ist einfach ein wahnsinns tolles Buch. Ja. Eine meiner absoluten Lieblingsreihen, die Edelstein-Trilogie. Absolut feierbar. Siebtens, The Rebound Date, der Rückprall. Ein Buch, das du zu früh nach einem Buchkater oder einer Leseflaude liest und das Buch für dich dadurch ruiniert hat. Ich glaube wirklich, das war beim vierten Teil von Lockwood und Co. der Fall von Jonathan Stroud, das flammende Phantom. Ja, ich habe vorher ein anderes Buch gelesen, das hat mich irgendwie voll in die Leseflaute gestürzt, weil dieses Buch so gut war. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, was das für ein Buch war, das mich da in die Leseflaute gestürzt hat. Aber ja, weil ich die Autorin kenne. Von dem her. Aber ja, deswegen, ich habe das angelesen und überhaupt, ich habe überhaupt nicht reingefunden in. Ich fand's toll, als ich. Shit so, oder? Total. Aber das war wirklich so. Ich konnte da nimmer weitermachen und das hat es mir total verdorben. Ich weiß, dass das bestimmt ein wahnsinnig tolles Buch ist, aber ich habe irgendwie so die durch dieses komische Dilemma Hemmungen da weiterzumachen. Also ich muss bald, hoffe ich. Ich komme bald mal dazu. Aber was will man machen? Achtens. Overly Enthusiastic Date. Übermäßig begeistertes Date. Ein Buch, das ich so anfühlte, dass es zu hart und zu schwer zu lesen wäre. Es hat sich dann auch rausgestellt, dass es es ist bestimmt das schwerste und heftigste Buch, das ich mir bisher je gegeben habe. Und ich habe mir das ehrlich gesagt schon einige Male gegeben, immer wieder, weil es ja trotzdem toll ist. Das ist das Silmarillion von J.R.R. Tolkien, die sogenannte Tolkien-Bibel. Ich nenne sie einfach mal so. Da beschreibt Tolkien die Entstehung seiner ganzen Welt. Von wirklich vom Anfang an, vom Schöpfer. So, das ist so ähnlich wie die Bibel fängt das Buch an. So am Anfang war das nichts, ne? Und Gott sprach, es werde Licht. Ohne Witz, so fängt dieses Buch an. Im Prinzip. Und geht dann eben über die ganzen Zeitalter und erzählt, was da so passiert ist. Und wenn du
dieses Buch dich da mal durchgearbeitet hast, dann hast du um einiges größeres Verständnis, um was es sich überhaupt bei Herr der Ringe und dem ganzen, der ganzen Welt um Mittelerde dreht. Denn das erklärt Tolkien hier in Das Silmarillion. Aber das ist echt heftig. Das perfekte First, the perfect first date. Tja, das perfekte erste Date. Ein Buch, eine Geschichte, bei der alles richtig gemacht wurde. Tja, ich meine, hey, es gibt die Werke von Tolkien, also der Herr der Ringe, und es gibt ja, Harry Potter. Ja, die Harry Potter Reihe, ihr wisst, ich bin ein alter Potterhead. Und so, das ist schon mal klar, aber das sind Bücher, die sind so over the top und die wollte ich da nicht nehmen. Denn es gibt genügend andere Reihen, die für mich einfach perfekt oder der Hammer sind. Und eben genau aus dem Grund habe ich von meiner lieben Freundin Laura Newman ihre Nachtsonne-Trilogie ausgewählt. Ja, das ist der, hier der erste Teil, der zweite Teil und der dritte Teil. Das gibt es auch mittlerweile in anderen Covern, mit anderem Cover, mit anderer Covergestaltung. Die kann ich euch, glaube ich, hier mal einblenden. Ja, das ist so eine Reihe. Es war ja eine der besten Reihen, die ich bisher je gelesen habe. Ich wiederhole es immer mal wieder in diesem Teil hier. Der Epilog in diesem Teil ist mit das Beste, was ich in meinem Leben bisher je gelesen habe. Rein vom, wie das geschrieben ist, von dem Ende der Geschichte. Es ist das beste Ende einer Geschichte, das ich wohl je gelesen habe. Und es ist mit eins der besten, eins vom besten überhaupt, was ich je gelesen habe. Von dem her, das zeigt schon. Und wie gesagt, diese ganze Reihe ist nicht viel weiter als diese Top-Spitze des Epilogs. Also die ist nicht viel schlechter. Von dem her, diese Geschichte ist auf einem unglaublich hohen Niveau. Und ja, eines meiner absoluten Lieblingstrilogien, Bücher, Geschichten überhaupt. Von dem her, bei der Nachtsonne-Trilogie, da wurde alles richtig gemacht. Das Einzige, was da nicht richtig gemacht wurde, dass sie nicht schon so einen richtig fetten Vertrag von einem richtig fetten Verlag hat und noch kein Blockbuster-Kinofilm von der Nachtsonne-Trilogie im Kino zu sehen ist. Das ist der einzige Fehler. Ansonsten wurde bisher alles richtig gemacht. Ja, zehntens, Humiliating First Date, demütigendes erstes Date. Ein Buch, von dem du nicht zugeben möchtest, dass es dir gefällt und dir peinlich wäre, es in der Öffentlichkeit zu lesen. Ja, ja, das ist toll, das jetzt aber dann hier zu machen. Wir sind ja unter uns. Ja, ich habe den ganzen Schube. So, ja, bis zum Morgengrauen, bis zur Mittagsstunde, bis zum Abendrot und bis zum Ende der Nacht. Ja, Stephanie Meyer hat hier ein
ja, hat hier was losgetreten, so ein Felsen, den Graham Stoker mal losgetreten hat, und Stephanie Meyer hat diesen Stein weiter bewegt und dann hat sie eine Lawine damit ausgelöst, einen richtigen Steinschlag von Vampirromanen, Vampirgeschichten. Ich feiere es trotzdem, es ist nämlich eben die erste Vampirgeschichte, die eben mal wirklich anders war, und das muss man ihr zugute halten. Alles vorher, das war so der Dracula und so. Und ja, das ist jetzt eben mal eine andere Vampirgeschichte gewesen. Ich feiere auch die Filme, ehrlich gesagt. Ich finde selbst die Filme toll. Der zweite Teil der Bücher, also bis zur Mittagsstunde, es zieht sich schon ein bisschen, aber das muss, denn die Geschichte verläuft eben so, und manchmal ist es eben so, dass etwas geschrieben werden muss, um zu verdeutlichen, wie eben so eine Geschichte abläuft, auch wenn es uns als Leser manchmal vielleicht nicht so passt, muss es aber geschrieben werden vom Ablauf der Geschichte eben. Und dann kommt eben in so einer Reihe beim Vierteiler auch mal eben ein kleiner Durchhänger in der Spannung und so vor. Aber es wurde doch dann noch mit dem Ende, das war doch dann noch ganz cool eigentlich. Und ja, klar, es war halt, aber mir war es, ja doch, ich mag es trotzdem. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.